Okay, guten Morgen. Wir waren damit beschäftigt, herauszufinden, was die lineare Algebra kostet. Und nachdem wir zunächst gesehen hatten, dass die Standardoperationen der linearen Algebra kubische Zeit kosten, wenn man sie so durchführt, wie sie definiert sind, in der naheliegenden Weise, haben wir das letzte Mal dann gesehen, dass es unter günstigen Umständen auch schneller gehen kann. Nämlich dann, wenn man es mit einer Matrix zu tun hat, die Struktur hat. Wobei nicht genau klar ist, was das bedeutet, Struktur zu haben. Das heißt irgendwie, dass die Einträge nicht völlig beliebig sind, sondern es irgendwelche Zusammenhänge zwischen diesen Einträgen der Matrix gibt. Und je nachdem, was das für Zusammenhänge sind, kann man die eventuell ausnutzen, um daraus einen schnelleren Algorithmus zu konstruieren. Das haben wir dann an Beispielen gesehen. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass wir Hankel-Matrizen und Toeplitz-Matrizen miteinander in quadratischer Zeit multiplizieren können, obwohl normalerweise die Matrix-Multiplikation kubische Zeit braucht. Und dann hatten wir gesehen, die Vandermonde-Matrix, das war die Matrix, die so definiert war. Da gab es verschiedene U's, U1 bis UN. So. Und die Einträge waren der Vandermonde-Matrix waren die Potenzen von diesen U's. Und die Frage war, Entschuldigung, was kostet es, ein inhomogenes lineares Gleichungssystem mit so einer Matrix zu lösen? Also das war die Vandermonde-Matrix. Das war interessant, weil so ein Gleichungssystem zu lösen entspricht einem Interpolationspolynom, dem Interpolationsproblem für Polynome. Beantwortet also die Frage zu gegebenen Punkten U1 bis UN und zu gegebenen Werten Y1 bis YN ein Polynom zu finden vom Grad kleiner als n, das an allen U's die entsprechenden Y als Funktionswert hat. Ja, weil da ist die Vandermonde-Matrix nützlich dazu, weil die wandelt nämlich so einen Koeffizientenvektor von so einem Polynom um in den entsprechenden Wertevektor. So. Oh ja, und das heißt, wenn man das gegeben hat und das haben will, dann ist das eine Matrix-Vektor-Multiplikation. Während wenn man das gegeben hat und das haben will, dann muss man ein Gleichungssystem lösen. Und Matrix-Vektor-Multiplikation sehen wir leicht ein, dass das quadratische Zeit kostet. Während die Rückrichtung, das hat uns etwas Mühe gekostet, zu zeigen, dass das auch in quadratischer Zeit geht. Aber das haben wir dann am Ende gesehen. Mit der Newton-Interpolation geht das tatsächlich, dass ich ein Interpolationspolynom in quadratischer Zeit ausrechnen kann. Und das bedeutet, dass man dieses Gleichungssystem in quadratischer Zeit lösen kann, selbst wenn ein allgemeines Gleichungssystem kubische Zeit braucht. Also das ist schon ein sehr spektakuläres Resultat, wenn man von kubischer Zeit runterkommt auf quadratische Zeit. Das macht für große n, auch für moderat große n schon einen großen Unterschied. Stellen Sie sich vor, n ist 1000, dann ist n Quadrat 1000 mal besser als n hoch 3. Natürlich kommt es dann auf die Konstante im O an, aber die Konstanten im O, die sind meistens, wir verschlucken die, weil die lästig zu bestimmen sind und weil es auf die nicht so richtig ankommt. Natürlich, wenn eine riesig große Konstante in dem O drin steht, dann merkt man die natürlich in der Praxis schon. Aber das ist meistens nicht. Meistens ist die Frage, ob da ein Dreier oder ein Fünfer drin steht, und das macht dann keinen so großen Unterschied, wenn n groß ist. So, also ich habe gerade gesagt, dass das jetzt schon sehr spektakulär ist, von n hoch 3 runter auf n zu kommen. Aber das ist jetzt noch nicht das Ende. Es geht noch weiter. Und zwar sind wir damit noch nicht zufrieden. Wir wollen jetzt das Problem lösen noch schneller. Und dazu nutzen wir noch einen Freiheitsgrad aus. Nämlich, dass hier die U's vom Benutzer vorgegeben werden können. Und vielleicht nehmen wir dem Benutzer diese Freiheit ab und wählen selbst aus, was gescheite U's sind. Also wir könnten hier sagen, die Frage ist, kann ich das Interpolations- und Evaluationsproblem
schneller lösen, wenn ich geeignete U's wähle. Das bedeutet, wenn ich geeignete U's wähle, dass dann die Matrix noch strukturierter wird, weil da nicht mehr irgendwelche U's in einer bestimmten Form drinstehen, sondern ganz bestimmte. Und die Frage ist, was für U's wähle ich da? Und genau, das schauen wir uns dann heute an. Das ist das Ziel für heute, es noch schneller zu machen als quadratisch für bestimmte U's. Gut, wenn es noch schneller werden soll als quadratisch, dann müssen wir uns auch die Matrix-Vektor-Multiplikation anschauen, weil die ist ja schon quadratisch. Und dann später das Interpolationspolynom, das wir letztes Mal zu quadratisch gemacht haben, das wollen wir dann auch schneller machen. Es zeigt sich, dass das dann im Wesentlichen dasselbe ist. Okay, aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns zuerst an die Matrix-Vektor-Multiplikation, wie wir die schneller machen können für geeignet gewählte U's. Und jetzt muss ich endlich einmal sagen, was sind geeignet gewählte U's? Dazu muss ich in der Definition einführen, nämlich den Begriff der Einheitswurzel. Das geht so, Sie haben irgendein n, nicht 0, und ein Element des Körpers, das nennt man eine n-te Einheitswurzel, falls die n-te Potenz davon 1 ist. Okay? Und so eine Einheitswurzel nennt man primitiv, falls n die kleinste Potenz ist, die 1 wird, und wenn man Omega zu einer kleineren Potenz nimmt, dass das dann immer nicht 1 ist. Also es wird irgendwann 1, aber nicht vorher. Denn Sie haben ja, wenn Omega hoch n gleich 1 ist, dann haben Sie natürlich auch Omega hoch 2n gleich 1 und Omega hoch 3n gleich 1 und so weiter. Das heißt, jede n-te Einheitswurzel ist auch eine 2n-te Einheitswurzel. Und unter all diesen Exponenten, die das Ding zu 1 macht, gibt es irgendeins, das das kleinste ist. Und wenn n das kleinste ist, dann nennt man das eine primitive n-te Einheitswurzel. Das wäre dann eine primitive n-te Einheitswurzel, aber nicht eine primitive 2n-te Einheitswurzel. So, und die Omegas, die U's, die ich nehme in der Wandermonde, sollen die Potenzen von so einer primitiven n-ten Einheitswurzel sein. Ich definiere also hier eine Matrix, eine n-kreuz-n-Matrix, lebt hier. Das ist die van der Monde-Matrix von, und das sind jetzt die U's. Die U's sind die Potenzen von Omega. Also das ist das U1, U2 und UN sind die Potenzen von Omega. Und das bedeutet also, wir haben ja in der van der Monde-Matrix sowieso schon Potenzen in die eine Richtung, die Potenzen von den U's von 0 bis n minus 1. Und jetzt haben wir auch noch Potenzen in die andere Richtung, sodass das Ding einfach nur noch von einem einzigen Wert Omega abhängt und dann damit alle Einträge der Matrix komplett bestimmt sind. Und es ist dann jetzt, weil das hier bei 0 anfängt und bis n minus 1 geht, wollen wir uns das jetzt mal in dem Zusammenhang uns darauf einigen, dass wir die Matrix-Indizes durchnummerieren von 0 bis n minus 1 und nicht wie sonst von 1 bis n. Und dann kann ich die Matrix so hinschreiben, dass die Matrix wo alle Potenzen Omega hoch i mal j drinstehen, mit i und j von 0 bis n minus 1. Diese Matrix, das nennt man die diskrete Fourier-Transformation der Größe n zur Einheitswurzel Omega. Okay? DFT steht für diskrete Fourier-Transformation. So. Da haben wir jetzt ein paar Beispiele dazu. Einheitswurzeln. Also, wie ist das? 1 ist eine Einheitswurzel und minus 1 sind Einheitswurzeln. Und da muss man ein bisschen nachdenken, um noch eine weitere zu finden. Und kommt dann drauf, es gibt keine weiteren, zumindest nicht in Q oder in R. Also in Q und R gibt es keine weiteren. Ja, also 1 ist eine nullte Einheitswurzel. Nee, 0 ist nicht. Ist eine erste Einheitswurzel. Und minus 1 ist eine zweite Einheitswurzel, weil minus 1 hoch 2 1 ist. Aber ansonsten gibt es keine Zahlen, deren Potenz 1 ist. Ja, also ist eigentlich, könnte man denken, dass jetzt schon wieder aus ist, weil mit den beiden Zahlen kann man nicht viel machen. Man muss in einen anderen Körper gehen.
I zum Beispiel ist auch eine Einheitswurzel. Die komplexe Zahl I ist eine primitive vierte Einheitswurzel. Warum? Weil I Quadrat ist minus 1, also ist I hoch 4 gleich 1, aber I hoch 3 ist minus I und I hoch 1 ist ja sowieso I. Das heißt, 4 ist der kleinste Exponent, der das I zu 1 macht. Und damit ist es eine Einheitswurzel, eine vierte und sogar eine primitive, weil es keinen kleineren Exponent gibt. Oh, okay, minus i auch. Minus i ist auch eine primitive vierte Einheitswurzel. Okay, also da sehen wir, da gibt es dann schon noch mehr in den komplexen Zahlen. Und zwar, man kann sogar noch mehr Einheitswurzeln angeben in C für jedes n, ist nämlich n in n oder 0 ist Omega gleich e hoch 2 Pi i durch n. Eine primitive n-te Einheitswurzel. Denn, ja, naja, wenn ich Omega auf n bilde, dann ist das e hoch 2 Pi i. Das wissen wir, dass das 1 ist. Und Omega hoch irgendeine kleinere Potenz, ne, das wird nicht reichen. Das wird ja, das wird noch nicht 1 sein. Das kann man sich leicht auf der komplexen Ebene aufzeichnen, was da passiert, wo diese Dinge liegen. Und zwar bilden die liegen alle auf dem Einheitskreis. Und das liegt irgendwo hier, da liegt das Omega, dieses Omega hier, e hoch 2 Pi i durch n. So, und wenn ich das jetzt da hoch 2, 3, 4, 5 nehme, dann springt das immer. Also das hier ist irgendwie, das ist ein Entel vom Einheitskreis. Und dann ist das hier Omega Quadrat, Omega hoch 3, Omega hoch 4. Und dann springt das da so um den Kreis herum. Bis dann am Ende hier. Da ist Omega hoch n, das ist gleich 1. Oh, und dann sehen Sie, dass Omega, das kann man noch weiterlaufen lassen. Das Omega ist dann auch gleich Omega hoch n plus 1. Okay, und dann läuft das nochmal durch und dann sehen Sie, dass das hier ist auch gleich Omega hoch 2n, wie wir oben schon beobachtet haben. Dann ist das hier 2n plus 1. Und das hier ist Omega, 27n plus 2 und statt 27 können Sie irgendeine ganze Zahl nehmen. Okay. Oh, und dann haben Sie auch jede Potenz von Omega ist auch wieder eine n-te Einheitswurzel. Also aus Omega hoch n gleich 1 folgt Omega hoch n hoch k gleich. Nee. Ja, doch, ist gleich 1, ja, weil 1 hoch k gleich 1 ist. Und das hier ist aber Omega hoch kn und das ist Omega hoch k hoch n. Das heißt, wenn Omega eine n-te Einheitswurzel ist, dann ist jeder andere Punkt in diesem gleichmäßigen, jede andere Ecke in diesem gleichmäßigen n-Eck, regelmäßigen n-Eck, ebenfalls eine n-te Einheitswurzel, aber eventuell keine primitive. Das kommt drauf an. Es muss nicht eine primitive sein. Aber ist auch eine Einheitswurzel. Okay. Genau. Was kann man noch sagen? Man kann sagen, diese Zahlen, die Potenzen von diesem Omega hier, von dem Omega hier. Das sind genau die Nullstellen vom Polynom x hoch n minus 1. Also das gilt x hoch n minus 1. Wenn ich das faktorisiere als Polynom in Cx, dann kommt Folgendes raus: x minus 1, x minus Omega Quadrat bis x
minus Omega hoch n minus 1. Warum ist das so? Naja, weil ich habe ja gerade gesagt, alle diese Potenzen hier sind auch Einheitswurzeln. Das heißt, wenn ich die hier einsetze, kommt dann 0 raus. Das heißt, das sind alles Nullstellen. Andererseits habe ich gesagt, das ist eine primitive n-te Einheitswurzel. Das heißt, diese Omega hoch k, die sind alle verschieden. Das heißt, alle die sind Nullstellen von diesem Polynom. Jetzt kann aber ein Polynom vom Grad n nicht mehr als n verschiedene Nullstellen haben. Das heißt, wenn ich die hier alle aufmultipliziere, jedes von denen muss ein Teiler von dem hier sein. Die sind alle verschieden. Ja, dann kann es aber keine weiteren Teiler mehr geben. Das Einzige, was dann jetzt noch zu überprüfen ist, ist, ob die den gleichen Leading Coefficient haben. Haben die aber, weil hier steht einmal x hoch n. Wenn ich das hier ausmultipliziere, da steht auch einmal x, einmal x, einmal x, einmal x, steht auch einmal x hoch n. Das heißt, wenn zwei Polynome genau die gleichen Nullstellen haben, dann können sie nur konstante Vielfache voneinander sein. Und wenn ich dann noch überprüfe, dass sie den gleichen Leading Coefficient haben, dann müssen die gleich sein. Man nennt dieses Polynom deshalb das Kreisteilungspolynom. Oder nicht das, sondern für jedes n gibt es ein Kreisteilungspolynom. Das wäre dann das n-te Kreisteilungspolynom. Das wäre, wenn man das in den komplexen Zahlen macht. Das muss man aber natürlich nicht, sondern Einheitswurzeln gibt es auch zum Beispiel in endlichen Körpern. Sagen wir in was nehmen wir da? In Z17 ist 9 eine primitive 8. Einheitswurzel. Okay. Da kann man jetzt viel behaupten, aber stimmt das auch? Ja, das gucken wir einfach, indem wir sagen, was ist die n-te Potenz von diesem Omega? Omega hoch n, also für 0 ist natürlich 1, sondern für 1 ist es Omega und dann für 2 ist es, oh, k, 81 modulo 17, nee, das machen wir mit Mathematik, da sind wir nicht verrückt. Also nehmen wir Table 9 hoch n mod 17, n von 0 bis, was haben wir gesagt, 8. So, und dann sehen Sie, das sind die Potenzen, das ist die 0, das haben wir selbst gewusst, das haben wir auch selbst gewusst, und das ist jetzt 81 modulo 17 ist 13, dann mal 9, mod 17 ist 15, dann 16, 8, 4, 2, und da ist die 1, das heißt 9 hoch 8 modulo 17 ist 1. Das heißt, das zeigt die Behauptung, dass das eine 8. Einheitswurzel ist. Und weil hier nicht vorher schon einmal eine 1 steht, ist es eine primitive 8. Einheitswurzel. Okay. Frage ist jetzt, wie findet man die? Soll uns nicht interessieren. Wir nehmen einfach an, die sind gegeben. Wir haben einfach eine Einheitswurzel. Und dann haben wir jetzt nicht nur Einheitswurzeln gehabt, sondern wir haben auch diese DFT-Matrix gehabt. Schreiben wir da vielleicht auch mal eine hin, zum Beispiel die DFT der Größe 4 mit der Einheitswurzel i in C. Ja, also die haben immer hier 1, 1, 1, 1 oben und links 1, 1, 1. Und dann hier steht das Omega, das ist das Omega. Ja, und dann füllt sich das so auf. Also i Quadrat ist hier, dann i hoch 3 und dann ist es symmetrisch, in die andere Richtung ist es auch so. Und dann hier, was steht denn hier? Da steht hier, hier, das sind die Potenzen von Omega, hier, das sind die Potenzen von Omega Quadrat. Das heißt, das hier ist i Quadrat, das hier ist i hoch 4, das ist 1, und das hier ist i hoch 6, das ist wieder minus 1. Dann ist es symmetrisch und dann ist noch die Frage, was hier steht. Da steht i hoch 9. Okay? Hier steht, das ist i hoch 3, das ist i hoch 6 und hier steht i hoch 9. Was ist i hoch 9? Das müsste wieder i sein, oder? Ja, genau, weil i hoch 8 ist 1, weil i hoch 4 1 ist und i hoch 8, okay, i hoch 9 ist i hoch 8 plus 1, das ist i mal i hoch 8. Eine i hoch 8 ist aber i hoch 4 Quadrat und i hoch 4 ist 1. Da müsste das i sein. Okay, also das wäre so eine Matrix. Eine ganz konkrete Matrix, nichts, was irgendwie
komisch ist, sondern eine ganz bestimmte Matrix, wo aber jetzt sehr viel Struktur ist. Die hat klarerweise noch mehr Struktur als eine normale Vandermonde-Determinante, weil sie zum Beispiel symmetrisch ist und weil das Omega jetzt nicht irgendeine Zahl ist, sondern eben eine Einheitswurzel. Und das sehen wir dann gleich, dass das dann dazu führt, dass die DFT so ein bisschen so eine fraktale Struktur hat. Die ist ähnlich zu sich selbst in einem bestimmten Sinn. Okay, in welchem Sinn ist sie ähnlich zu sich selbst? Habe ich was vergessen? In welchem Sinn ist die DFT-Matrix ähnlich zu sich selbst? Das klärt der nächste Satz. Wieder mal ein Resultat aus dem 20. Jahrhundert, aus den 60er Jahren. Der Satz von Kulidjuki, der sagt Folgendes, dass ich die DFT-Matrix zerlegen kann. Er kann die DFT-Matrix faktorisieren, schreiben als ein Produkt von anderen Matrizen. Das sieht ein bisschen kompliziert aus, ist aber nicht so schlimm, wie es aussieht. Es ist praktisch, das aufzuschreiben für eine DFT-Matrix der Größe 2n. Also eine 2n kreuz 2n-Matrix und ich zerlege das dann in n kreuz n-Matrizen. Nehmen wir also irgendein n, so. Und ja, wenn ich von einer 2n-Matrix ausgehe, dann brauche ich halt später nicht n halbe zu schreiben. Gut, das macht es ein bisschen schöner. Ist aber sonst nichts Schlimmes. Also wir nehmen eine primitive 2n-te Einheitswurzel und wir definieren die Diagonalmatrix, die die Potenzen von Omega enthält auf der Diagonale. Das ist eine n kreuz n Matrix, die ist also nur halb so groß wie die DFT, die uns interessiert. Und dann brauchen wir noch eine Permutationsmatrix, die uns die Einträge eines Vektors so sortiert, dass die mit den geraden Indizes oben stehen und die mit den ungeraden Indizes unten. Also P soll so sein, dass der Vektor x0, x1, x2, abgebildet wird auf den Vektor x0, x2, x4 und so weiter und x1, x2, x3, x5 und so weiter. Also 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das würde dann gehen auf 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7. Okay, also so. Das ist klarerweise eine Permutation und das P soll die Permutationsmatrix für diese Permutation sein. Das alles ist noch nicht der Satz, sondern das sind alles Voraussetzungen, Definitionen. Da wird ein Delta definiert und ein P definiert und ein Omega. Und dann gilt, und das ist jetzt die Aussage des Satzes, dass die DFT-Matrix der Größe 2n mit diesem Omega als Einheitswurzel sich schreiben lässt als ein Produkt von vier Matrizen. Okay, das müssen wir kurz angucken. Also hier, das ist die Permutationsmatrix hier. Dann das hier ist eine Blockmatrix, die hier, also das sind alles 2n kreuz 2n-Matrizen, diese vier Matrizen hier. Und die hier hat Zweierblöcke. Die alle der Größe n kreuz n sind. Also das hier ist eine n kreuz n Matrix, das hier auch. Und diese Nullmatrix soll auch eine n kreuz n Nullmatrix sein und die hier auch. Dann das hier ist auch wieder eine Blockmatrix. Die hat hier eine n kreuz n Einheitsmatrix. Hier diese Diagonalmatrix, das ist auch eine n kreuz n Matrix, haben wir hier gesehen. Und das sind n kreuz n Nullen. Und das hier ist wieder eine Blockmatrix und die hat hier Einheitsmatrizen. Hier auch und da auch. Da das Minus dann nicht vergessen. So, jetzt, das müssen wir jetzt beweisen, dass das stimmt. Und dann müssen wir uns überlegen, warum das so wichtig ist. Der nächste Schritt wird dann sein, zu zeigen, dass man mit dieser Zerlegung einen effizienten Algorithmus konstruieren kann. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal uns vergewissern, dass die Identität tatsächlich stimmt. Und wie zeigen wir das? Das können wir dadurch beweisen, dass wir einfach gucken, was macht die linke Matrix, wenn ich sie auf einen bestimmten Vektor multipliziere, und was macht die rechte Matrix, dieses Produkt, wenn ich sie auf einen Vektor multipliziere. Und wenn dann unabhängig von dem Vektor jeweils dasselbe rauskommt, dann müssen die beiden Matrizen gleich sein. Deshalb machen wir das mal. Was passiert, wenn ich
irgendein x habe, also schauen wir das an, Beweis. Nehmen wir an, wir haben irgendein x. Ja, also sei x gleich x0 bis x2n minus 1 in k2n beliebig. Und wir zeigen, dass die DFT 2n Omega Matrix angewandt auf x dasselbe ist wie, ja, jetzt schreibe ich nochmal das Ding dahin, dann haben wir es auch hier, also das ist in 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 minus in mal in Delta 0, 0 mal DFT n Omega Quadrat 0, 0 DFT n Omega Quadrat mal P angewandt auf x. So, und das können wir jetzt einfach ausrechnen. Was ist denn das? Es gilt, das Obere ist einfach. Der Ente, was ist mit dem Enteneintrag oder der N ist doof, mit dem Karteneintrag, der Karteeintrag oder die Kartekoordinate von DFT 2n Omega mal x ist, ja, naja, das ist einfach hinzuschreiben, weil wir wissen, was diese Dinge hier sind. Diese Matrix hier ist das Omega IJ. I und J von 0 bis 2n minus 1. Und dann ist das hier einfach die Summe I von 0 bis 2n minus 1 Omega hoch K. Ja, nehmen wir vielleicht hier lieber J, ist vielleicht schöner. K J mal X J. Genau, so ist das. So, und jetzt können wir schauen. Hier ist vielleicht für die zweite ist es vielleicht günstig, wenn wir unterscheiden, ob wir in der oberen Hälfte oder in der unteren Hälfte sind. Das heißt, wir machen eine Unterscheidung, ob das k größer gleich n ist oder kleiner als n ist. Also, erster Fall. K ist kleiner als n, größer gleich 0. Dann gilt. Na, und vielleicht fangen wir einfach hier an und zerlegen das so lange, bis wir hier auf diesem das, dieses komplizierte Ding da wieder erkennen. Ja, so würde man es vielleicht. Ja, gut. Machen wir es mal so. J von 0 bis 2n minus 1. Ja, also normalerweise würde man, wenn man diese Zerlegung gegeben hat, würde man wahrscheinlich eher von der rechten Seite anfangen. Die ist kompliziert und dann würde man sie so weit vereinfachen, bis die linke Seite dasteht. Ich mache es jetzt trotzdem umgekehrt, weil dann sieht man ein bisschen, wo die Zerlegung herkommt und wie man sie vielleicht gefunden haben könnte, wenn sie nicht schon dasteht, stünde. Okay, das machen wir jetzt die schwierigere Richtung, oder die ist auch nicht schwieriger nachzuvollziehen, sondern die ist die, wo man irgendwie ein bisschen sehen muss, wo die Zerlegung herkommt. Also fangen wir hier an, Omega KJ XJ. So, und jetzt ist die Idee, dass ich diese Summe jetzt aufspalte. Gut, in die geraden Indizes und die ungeraden Js, also in die geraden Js und die ungeraden Js, dann habe ich hier also zwei Summen, die Summe J von 0 bis n minus 1. Und das ist jetzt da, wo ich das J ersetze durch 2J. Also das sind die Geraden, das ist also Omega K 2J X 2J plus. Und jetzt die Ungeraden.
Die gehen auch von, kann ich sagen, J geht von, das ist jetzt nicht dasselbe J wie links, sondern das J wird ersetzt einmal durch 2J und einmal durch 2J plus 1. Okay. N minus 1, Omega K 2J plus 1, X 2J plus 1. So, das kann ich jetzt vereinfachen und dann sehe ich, was ist mit dem hier? Das hier ist Omega Quadrat hoch KJ. Oh, okay. Und was ist das hier? Das hier ist Omega Quadrat hoch KJ mal Omega hoch K. Okay. Dann sehen wir das aber doch schon, dann steht es schon quasi da. Ich kann dieses Omega hoch K nach davor ziehen, vor die Summe, weil die Summe läuft über J, das K, Omega hoch K hängt nicht davon ab. Und dann steht hier, dass das ist der Eintrag der DFT n mit Einheitswurzel Omega Quadrat, angewandt auf, sagen wir mal, x even, die Geraden, und von dem der Karte-Eintrag, ja, wo das K hier steht. Plus, und das ist dann Omega hoch K, weil ich das nach vorne gezogen habe. Und dann ist das auch wieder eine DFT, und zwar von den Ungeraden der Karte-Eintrag. Weil, DFT Omega Quadrat n mal x Ord. Karte-Eintrag. So, und dann sind wir jetzt ja schon fast fertig. Wie weit haben wir uns jetzt davor gearbeitet? Wir haben jetzt schon gesehen, wir sind jetzt, ja, wir sehen das schon hier. Also wir sehen hier diese beiden DFTs. Also wir haben das P gesehen, das ist die Einteilung in Even und Odd. Dann wird auf jeden der Teile, also jetzt hier, also das hier ist dann der Vektor x even, x odd. Und wenn ich den hier jetzt darauf anwende, das hier, das ist DFT mal x even, DFT x odd. Also diese DFT ist die Größe n. So. Und wenn ich das jetzt dann noch darauf anwende, so, dann kommt hier noch das Delta dazu, oben nichts. Und wenn ich dann das noch darauf anwende, ja, dann kriege ich insgesamt oben die Summe von dem und dem und unten die Differenz von dem und dem. Jetzt sind wir aber in dem Fall, wo wir oben sind. Erster Fall. Und oben. Das heißt, hier sind wir schon fertig. Also das ist gleich der Karte-Eintrag von, ja, können wir sagen, schreiben wir es so hin, wie wir es gesehen haben. Das ist ja D, ja, das ist, wie kann man sagen? Achso, ich könnte sagen, ich könnte das noch da rein tun und sagen, das ist dasselbe, das hier ist dasselbe wie Delta mal DFTN Omega 2 X Ord K. So. Und dann ist das hier der Karte-Eintrag von, ja. I-N-I-N mal I-N-D mal DFT, DFT mal P mal X von dem Karte-Eintrag. Genau, schauen wir es doch nochmal an. Also das hier ist ja X-Ord, wenn er X-Even. X Ord, dann ist das hier DFT
x even, dft xOr. Und dann ist das hier dft x even und delta dft xOr. Und dann ist das hier dft x even plus delta dft xOr. Also passt. Und das ist genau dann das, was wir da ausgerechnet haben. Jetzt müssen wir noch schauen, was ist mit dem zweiten Fall. Wenn das k größer ist als n, also größer gleich n, aber kleiner als 2n, also wenn wir in der unteren Hälfte sind, dann passiert hier genau dasselbe. Bis hierhin passiert genau dasselbe. Also bis hier, diese hier sind genau dasselbe. Nur, der Unterschied ist nur, in der unteren Hälfte steht da ein Minus. Und warum ist das Minus? Wo kommt das Minus her? Das Minus kommt jetzt daher, dass, ja, schreiben wir es nochmal hin. Machen wir nochmal, also wo waren wir stehen geblieben? Wo haben wir angefangen? J von 0 bis 2n minus 1, Omega hoch kj, x hoch x, xj. Und das hatten wir aufgeteilt, das machen wir wieder genauso. J von 0 bis 2n, nein, ja, Entschuldigung, bis n minus 1, Omega kj. J, 2kj, x, 2j plus Summe j von 0 bis n minus 1, 2k, k, 2j plus 1, x, 2j plus 1. So. Jetzt ist so, dass das k ist größer als größer gleich n. Und das ist ein bisschen doof, weil in der DFT, ich will das jetzt hier wieder als eine DFT erkennen, aber okay, das kann ich immer noch schreiben als Omega Quadrat kj. Aber jetzt ist blöd, dass das k größer als n ist. Nur hier macht das noch nichts, weil hier kann ich auch sagen, das ist dasselbe wie Omega 2 hoch k minus n mal j. Warum ist das? Das ist, weil das Omega eine 2n-te Einheitswurzel ist. Das heißt, ich kann hier mal Omega hoch minus 2n, das ist 1, j drauf multiplizieren, weil, oder das ist mal auf jeden Fall 1 und dann da Minus, wenn Sie wollen, denn das hier ist ja 1. Und dann habe ich, dass das eine DFT ist. Also das ist gleich dieses Ding hier ist gleich dem Eintrag der DFT der Größe n, Einheitswurzel Omega, mal x even und von dem der k minus n-te Eintrag. Der k-te Eintrag existiert ja natürlich nicht, weil das hier ist ja nur eine n kreuz n Matrix oder das ist Vektor dann der Länge n. Das k ist drunter, aber ich schaue hier, was ist der entsprechende Eintrag um n Schritte verschoben. Also hier ist das x even, da ist das xOr, das hier ist das x. Und ich habe da jetzt was multipliziert und ich fange irgendwie an bei dem Eintrag. Aber das ist n und das ist insgesamt 2n. Ich bin also hier jetzt mit dem k an der Stelle und muss dann da gucken, um n verschoben. Das ist k minus n. Okay, das passiert hier. Also hier haben wir uns gerade noch sogar retten können. Weil das Omega eine 2n-te Einheitswurzel ist. Also da machen wir gut. Da ist alles in Ordnung. Und hier ändert sich jetzt ein bisschen was. Und das ist dann genau die Erklärung, wo dieses Vorzeichen herkommt. Hier können wir genau dasselbe machen. Zunächst einmal, das ist Omega 2 kj.
Mal Omega K. Okay. Gut, und das hier ist jetzt wieder das hier ist wieder dasselbe wie Omega 2 K minus NJ. Das ist dieselbe Richtung wie da. Und das Omega hoch K ziehen wir da wieder davor. Dann steht also in Wirklichkeit da jetzt wieder genau dasselbe wie vorher. DFT N Omega 2 X even K minus N plus Omega K mal DFT N Omega 2 X Ord K minus N. So, soweit waren wir vorher auch schon. Soweit haben wir, das haben wir hier auch gesehen. Ist genau diese Zeile. Steht ganz exakt Buchstabe für Buchstabe, genau dasselbe hier. Nur das hier an der Stelle stand K unten am Index, da steht jetzt K minus N. So sollte es auch sein, weil das K ja jetzt größer ist als N. Und hier stört uns das jetzt noch, weil das K größer als N ist. Da hätten wir irgendwie gerne, dass da K minus N steht, weil dann passt das mit den anderen zusammen. Nur ist es aber jetzt blöderweise nicht gleich, weil das Omega hoch 2n ist zwar 1, aber hier, und dann ist natürlich auch das hoch minus 2n gleich 1, aber der Zweier fehlt hier noch. Ich muss das hier ja multiplizieren mit Omega hoch minus n. Und das aber jetzt so, Omega hoch minus n, das muss minus 1 sein, damit das Quadrat von dem gleich 1 ist. Es könnte sein, dass das auch 1 ist, das Omega hoch minus n. Aber dann wäre das Omega keine primitive 2-Ente-Einheitswurzel. Das geht an der Stelle geht das ein, dass das Omega primitive 2-Ente-Einheitswurzel ist. Dann heißt das, dass das Omega hoch n noch nicht 1 sein kann. Es muss aber dann eine Zahl sein, deren Quadrat 1 ist. Da kommt dann nur minus 1 in Frage. Und deshalb ist das hier zwar nicht gleich dem, aber es ist gleich minus dem. Okay, aber dann sind wir fertig, weil dann haben wir, das ist dann gleich. So muss ich dann nochmal hinschreiben. Ja. Machen wir das ganz detailliert. In minus In mal In Delta mal DFT N DFT N mal P mal X. Okay, also dieses Minus ist das, was wir hier dann sehen. Und ansonsten ist es genau die gleiche Rechnung wie vorher. Deshalb kann ich dann sagen, okay, ich baue das dann zusammen. Also ist dann die DFT, und damit sind wir dann fertig, die DFT 2n mit Omega angewandt auf x ist dann, naja, die obere Hälfte, in, in mal dem mal p. Mal x. Die obere Hälfte, das ist dann das, was wir hier ausgerechnet haben. Und die untere Hälfte, da profitieren wir jetzt davon, dass das hier exakt dasselbe ist. Deshalb können wir das zusammenstöpseln und nur vorne unterscheidet sich das. Die untere Hälfte kriege ich dann eben so. Okay, und weil x beliebig war, müssen auch die Matrizen gleich sein. Fertig. Okay, das haben wir jetzt sehr, sehr detailliert ausgerechnet, aber letztlich ist nur Rechnerei. Also ich habe versucht, das ein bisschen in die Rechnerei in der Weise zu präsentieren, dass man auch sieht, wo kommt diese Zerlegung her. Wenn man es rückwärts gerechnet hätte, hätte man auch gesehen, dass es wahr ist, dann hätte man vielleicht ein bisschen weniger rechnen müssen, aber es wäre dann nicht so ein bisschen weniger natürlich gewesen vielleicht. So. Ja, bei so komplizierten Rechnern, intensiven Beweisen, sollte man anschließend vielleicht mal überprüfen, ob es auch an einem Beispiel stimmt und man sich nicht vertan hat. Das habe ich hier mal durchgeführt für n gleich 2. Das heißt, da haben wir es dann mit einer DFT der Größe 4 zu tun, weil der im Beweis auch noch im Satz noch ein Faktor 2 steht.
Nehmen wir also eine Vierente-Einheitswurzel, die primitiv ist. Und dann haben wir diese Zerlegung von DFT4 zur Einheitswurzel i. Und das hier ist die Zerlegung aus dem Satz. Also da haben wir hier, das ist das p. Und das hier sind die kleinen DFTs der halben Größe. Das hier ist die Einheitsmatrix, das ist die Matrix Delta. Und hier haben wir eine Blockmatrix, die aus vier Kopien der Einheitsmatrix 2 mal 2 besteht, wobei eine davon mit minus 1 multipliziert ist. So, und jetzt muss man einfach Matrixmultiplikation machen ein paar Mal. Wenn man das ausrechnet, kommt das raus. Wenn man dieses dann multipliziert mit dem, kommt das raus. Und wenn man das dann multipliziert mit dem, kommt das raus. Und das ist in der Tat die DFT der Größe 4 mit Einheitswurzel i, so wie wir uns sie eben auch als Beispiel ausgerechnet haben. Gut. Dann glauben wir also, dass diese Zerlegung stimmt. Wir haben sie bewiesen und wir haben sie in einem Beispiel überprüft. Das scheint also zu stimmen. Nur ist es aber so, ja, und nur ist die Frage, was bringt uns das? Was bringt uns das? Wie können wir das ausnutzen, um einen schnellen Algorithmus zur Berechnung der DFT zu konstruieren? Also die Aufgabe ist Matrix-Vektor-Multiplikation. Wir haben gegeben einen Vektor, über den wir nichts annehmen, der soll keine Struktur haben. Und die Aufgabe ist, berechne die DFT n Omega mal diesen Vektor möglichst schnell in Abhängigkeit von n. Das heißt, die DFT ist, die ist zwar super sehr strukturiert, aber das x, das darf völlig beliebig sein. So, wie machen wir das? Wir machen das mit dieser Zerlegung, sonst hätte ich die ja jetzt dann nicht gemacht. Und das Coole an der Zerlegung ist, dass sie mir erlaubt, eine DFT-Berechnung der Größe 2n zurückzuführen auf eine DFT, auf zwei DFT-Berechnungen der halben Größe. Alles andere, was hier passiert, ist relativ einfach. Die Permutation, die kostet gar nichts. Warum ist das? Naja, weil Permutation heißt nur, schieb das nach da, schieb das nach da und wir zählen nur Körperoperationen. Das kostet zwar in Wirklichkeit ein bisschen Zeit auch, je nachdem, aber das hängt dann davon ab, wenn Sie das zum Beispiel in einem Schaltkreis modellieren, dann sagt das P nur, in welcher Kombination die Drähte laufen sollen und es kostet tatsächlich keine Zeit, ob Sie den Draht so legen oder so. Das ist natürlich egal. Also das kostet nichts. Dann kosten die DFTs, die kosten uns was. Das wird dann ein bisschen lustig, das auszurechnen, weil da ist die Kosten der DFT hängen ab davon, was die Kosten der DFT sind. Das ist so ein bisschen zirkular. Das ist das, was ich eben gemeint habe, als ich gesagt habe, die DFT hat so ein bisschen eine Fraktalstruktur, die ist selbst ähnlich, die enthält kleinere Kopien von sich selbst. Und wenn wir das aber dann ausgerechnet haben und hier sind, also das mal dem mal x ausgerechnet haben, dann ist alles Weitere wieder ziemlich einfach. Hier muss ich halt ein paar Einheitsmatrizen multiplizieren oder das ist eine Diagonalmatrix, das geht schnell. Und hier muss ich zwei Dinge addieren, das geht auch schnell. Dann ergibt sich also der folgende Algorithmus, ein wirklich spektakulärer Algorithmus, dessen Wichtigkeit Sie nicht unterschätzen sollten. Der tut jetzt Folgendes. Der nimmt einen Vektor als Input und dabei soll aber die Länge des Vektors eine Zweierpotenz sein, damit ich diese Zerlegung hier ganz oft hintereinander auf sich selbst anwenden kann. Und jede Anwendung reduziert das Problem auf ein Problem der halben Größe. Das kann ich natürlich nur machen, wenn die Problemgröße immer noch durch zwei teilbar ist. Dann nehmen wir also eine Zahl als Problemgröße, die ganz oft durch 2 teilbar ist. Und am besten nimmt man da eine Zweierpotenz. Und dann kann ich das k mal auf sich selbst anwenden und habe dann am Ende ein Problem der Größe 1. Ja, okay, ein Problem der Größe 1 ist natürlich sehr einfach zu lösen. Das ist das, was ich als erstes mache hier. Ich sage, wenn die Problemgröße 1 ist, dann ist die DFT einfach die Einheitsmatrix der Größe 1 kreuz 1. Da muss ich also gar nichts machen. Dann ist x, was dann nur eine Zahl ist, ein Vektor der Länge 1, seine eigene DFT-Transformation. Das ist okay.
Und in allen anderen Fällen, ja, ich bin ein bisschen vorausgeeilt, wir sollten noch zu Ende schauen. Was ist der Input? Der Input ist so ein x von der Größe, der Länge der Vektor und eine primitive 2 hochkarte Einheitswurzel. Und die Ausgabe soll natürlich sein, dass der Vektor, den ich kriege, wenn ich die DFT-Matrix darauf anwende. So, wenn also das die Länge 1 hat, dann brauchen wir gar nichts zu machen. Fertig. Und jetzt der Rest des Algorithmus ist eine Ausprogrammierung von der Zerlegung aus dem vorherigen Satz. Geht also so. Wir wenden den Algorithmus 16, also diesen hier, rekursiv auf sich selbst an. Diesen Algorithmus auf die Geraden mit der Einheitswurzel und nennen das Ergebnis U. Das ist also so lang. Und genau, und dann machen wir das nochmal mit den ungeraden Indizes und der Einheitswurzel Omega und nennen das Ergebnis V. So, und dann sind wir dann sind wir an der Stelle hier. Und das, was wir dann jetzt noch machen müssen, ist das hier auszurechnen. Dann können wir das vielleicht mal ausmultiplizieren. Dann sehen wir, was da passiert ist. Wir müssen in minus d anwenden auf so einen Vektor. Hier steht u und hier steht v. Das heißt, was wir ausrechnen müssen, ist der Vektor u plus Delta V und U minus Delta V. Und was war das Delta? Das Delta ist die Diagonalmatrix, die die Potenzen von Omega enthält. Naja, das macht jetzt diese Schleife hier, die sagt, ich nehme hier ein Q und das Q wird hier so geupdatet, dass das Q gleich Omega hoch I ist in jedem Schleifendurchlauf, sodass ich dann hier kriege, das ist UI plus Omega hoch i Vi, während das hier Ui minus Omega i Vi ist. Und naja, fertig. Dann habe ich hier die Ys, die bilden die obere Hälfte des Ergebnisvektors und die hier bilden die untere Hälfte des Ergebnisvektors. Und das ist dann genau das, was ich eben gesagt habe. Das ist U plus Delta V und das ist U minus Delta V. Ja, und das ist Y. Y ist mit der oberen Hälfte von da und der unteren Hälfte von hier. Und dann gebe ich das als Ergebnis zurück und das ist korrekt, weil wir vorher die Zerlegung bewiesen haben und das ist eigentlich nichts anderes als die Zerlegung. So, hier habe ich es mal als Schaltkreis aufgemalt. Also das wäre eine DFT der Größe 8 für ein Omega. Das hat also hier Inputs. Und das sind die Koordinaten vom Input-Vektor, die gehen da rein. Und dann ist das hier ist das P, wo ich gesagt habe, da wird natürlich nichts gerechnet, sondern da werden die Inputs einfach nur verteilt. Und hier gibt es jetzt dann wieder einen Unterschaltkreis, der die DFT zur Größe 4 irgendwie berechnet. Und der ist abgeschlossen, da können wir jetzt nicht reinschauen, sonst würde es zu unübersichtlich. Der hat aber auch wieder natürlich dieselbe Struktur, das ist wieder das Fraktale. Geht dann so rein und wird aufgespaltet in zwei DFTs der Größe 2, die ihrerseits auch wieder aufgespaltet werden. Aber jedenfalls kommen dann raus die U's hier. Und hier kommen die V's raus. Die V's werden dann noch mit den Potenzen von Omega multipliziert, das ist das Delta hier. So, und dann werden die miteinander addiert oder multipliziert. Hier oben werden sie addiert, die U's mit den V's, die mit den Potenzen multipliziert werden, und hier unten werden sie subtrahiert. Und das gibt dann die obere Hälfte des Ergebnisvektors und das gibt die untere Hälfte des Ergebnisvektors. Okay, ist das schnell? Ja, voll schnell. Der nächste Satz sagt, dass dieser Algorithmus n log n Operationen braucht. Also das ist fast linear. Das log n ist viel besser als das n. Das heißt, das ist viel besser als n Quadrat. Es ist nicht ganz linear, aber es ist fast linear.
Aber das ist nicht ganz offensichtlich. Das müssen wir beweisen. Beweis. Und dazu sei TN, die Anzahl der Operationen, die der Algorithmus 16 für Problemlänge, Problemgröße n braucht. Okay, und jetzt müssen wir irgendwie wissen, was ist das Tn? Die Behauptung ist, dass das O von n log n ist. So, jetzt ist so, wir können ja den Algorithmus anschauen und sagen, wo wird was gerechnet? Hier wird gar nichts gerechnet und hier wird auch nichts gerechnet, da wird auch nichts gerechnet. Und hier gibt es eine Schleife, die geht ungefähr n Schritte lang, also n halbe, das ist halbe, interessiert uns natürlich nicht. Und dann gucken wir, wenn wir in der Schleife rein gucken, dann haben wir hier eine Addition, da eine Subtraktion und hier eine Multiplikation und da eine Multiplikation. Ah, die können wir sogar noch zusammenfassen, wenn wir wollen, weil da wird zweimal dasselbe berechnet. Jedenfalls ist so, hier gibt es 1, 2, 3, dann da noch, da gibt es 4 Operationen pro Schleifendurchlauf. Insgesamt ist die Schleife aber kostet O von n, weil ich muss das hier n mal durchführen oder n halbe. Das reicht aber noch nicht, dann wäre es ja linear. Es kommt noch dazu, diese beiden Aufrufe, von denen ich jetzt noch nicht genau weiß, was sie kosten, weil das will ich ja gerade rausfinden. Ich habe aber ja das T definiert. Das T von n sagt, so viel kostet es für Problemgröße n. Das heißt, die Kosten von dem hier wären jeweils T von n halbe. Ja, weil das ist, da wende ich denselben Algorithmus mit halber Problemgröße. Okay, dann haben wir hier T n halbe. Und dann haben wir also eine Rekurrenz, die sagt, die Rechenzeit für Problemgröße n ist zweimal die Rechenzeit von Problemgröße n halbe plus O von n. Okay, jetzt was heißt das hier? Also das heißt, für große n und ein c größer 0 gilt t von n. Ist abgeschätzt, lässt sich abschätzen durch 2 mal t von n halbe plus c mal n. Und zu zeigen ist, es gibt ein für ein anderes c Schlange größer 0 und große n gilt t von n ist kleiner gleich c Schlange mal n log n. Und das kann man jetzt durch Induktion beweisen. Und das ist lustig, da braucht man keinen Induktionsanfang, weil als Induktionsanfang, dadurch, dass das nur für große n gelten soll, kann ich für kleine n das immer wahr machen, indem ich einfach das c Schlange groß genug wähle. Also für kleine n kann ich sowas immer wahr machen. Und wir machen dann jetzt einen Induktionsschritt, der sagt, angenommen, die Abschätzung gilt, diese Abschätzung gilt für alle m kleiner als n. Also dann wäre Tn kleiner gleich 2 mal t von n halbe plus Cn. Und n halbe ist kleiner als n. Das heißt, hier kann ich dann sagen, das ist kleiner gleich 2 mal c Schlange mal, so, und dann das jetzt n halbe, ja genau, log n halbe plus cn. Okay, der Zweier hier kancelt sich mit dem, kürzt sich mit dem, kriege ich hier 2 Cn Schlange, nicht 2,
C Schlange n von da. Und log n halbe ist log n minus log 2. Okay, das heißt, dann kann ich sagen, das ist log n und dann minus c Schlange log 2 mal n plus c mal n. Und ich hätte jetzt gerne, dass das kleiner gleich c Schlange n log n ist. Und das kann ich aber machen, kann ich leicht machen. Denn ich kann mir ja noch wählen, ich kann mir das C Schlange kann ich mir ja noch wählen, oder ich kann es ohne Beschränkung der Allgemeinheit als groß genug gewählt annehmen. Und dann nehme ich einfach an, dass das C Schlange größer ist als so groß ist, dass dieser Minusterm diesen Plusterm weghaut. Also das hier ist ja C, also das ist insgesamt plus C minus C Schlange log 2 mal n und das hier ist OBDA kleiner als 0. Und dann kann ich das so abschätzen. Und dann bin ich da durch. Übrigens, beachte, wenn ich sage O von n log n, dann brauchen Sie nicht zu sagen, was das für ein Log ist. Zu welcher Basis b ist der Log, ist völlig egal, weil wenn Sie eine andere Basis nehmen, dann entspricht das ja nur einer Konstante, einem konstanten Vielfachen. Und die Konstante wird eh von dem O geschluckt. Das heißt, das hier wäre O von n log n durch log b. Ja, okay, aber das ist O von n log n, weil das b ist eine Konstante. Deshalb brauchen wir jetzt da nicht zu sagen, hier wäre es vielleicht praktisch, da einen Zweierlogarithmus zu nehmen, weil wir dadurch 2 teilen und dann wäre log 2 gleich 1. Das ist aber wurscht, weil das ist nur eine Konstante. Also Basis des Logarithmus ist in O-Abschätzungen egal. So, boah, das ist ja witzig. Also das heißt, dieser Algorithmus ist super schnell. Und jetzt auch nicht fürchterlich kompliziert zu programmieren. Das Komplizierte ist, die Zerlegung zu finden. Das ist etwas Arbeit gewesen, und die dann nachzurechnen. Aber wenn die ja mal stimmt, dann das zu programmieren, ist jetzt kein großes Hexenwerk, und ist voll schnell. Schauen wir das nochmal an. Was passiert da eigentlich? Also jetzt haben wir es nachgerechnet, dass es n log n ist. Aber man kann es ein bisschen schöner veranschaulichen. Bei so einem Algorithmus, der Dinge in zwei Teile teilt, können wir sagen, wir haben hier ein Problem der Größe n. Und was macht der Algorithmus? Und er braucht dafür ungefähr n Schritte in dieser Rekursionsebene und er braucht zwei Aufrufe für die halbe Größe. Die brauchen ihrerseits 2 mal n halbe viele Schritte in der Schleife und außerdem noch zwei rekursive Aufrufe. Das heißt, der hier sagt dann nochmal, bitte einmal den Algorithmus darauf anwenden und einmal darauf. So. Und der sagt, einmal darauf anwenden und einmal darauf. Sodass das dann in dieser Rekursionsebene viermal eine Problemgröße von n halbe ist. So, also geht das immer weiter runter. Das braucht jetzt 8 mal n Achtel, aber das ist immer wieder n. Das ist n, das ist n, das ist auch n. Und die Frage ist jetzt, wie tief geht das runter? Irgendwann habe ich hier 1, ganz viele. Das dauert aber nicht so lang, weil ich ja immer durch 2 teile. Das heißt, wenn das hier 2 hoch k ist, dann ist das hier 2 hoch k minus 1, 2 hoch k minus 2, 2 hoch k minus 3. Und das hier ist insgesamt hat das Ding Höhe k, weil hier das soll 1 sein, in der Länge nach. Das ist 2 hoch 0.
Ja, aber k ist log n. Und die Rechenzeit insgesamt entspricht der Fläche dieses Dreiecks, dieses Rechtecks. Und das ist k mal n. Und das ist n log n. Das heißt, das ist jetzt nicht nur irgendwie zufällig rechentechnisch richtig, sondern es lässt sich auch anschaulich nachvollziehen, warum das so stimmen muss. Gut, also was haben wir jetzt gezeigt? Fazit. Für jedes gegebene Polynom p in kx mit Grad p kleiner als n lässt sich, also für, sagen wir so, für jedes lassen sich die Funktionswerte p von 1, p von Omega Quadrat bis p von Omega n minus 1 mit o von n log n in vielen Schritten in k berechnen. Und dabei ist n eine n-te Einheitswurzel und n eine Potenz von 2. So weit sind wir jetzt. Weil das ist die Matrix-Vektor-Multiplikation der DFT mit dem Koeffizientenvektor von P. Ja, die Wandermonde, das ist ja eine Wandermonde und die Wandermonde macht Koeffizienten in Werte. Was jetzt noch offen ist, ist die Frage, wie wir in die andere Richtung gehen. Was ist, wenn wir die Werte haben, diese Werte hier? Und wollen daraus den Koeffizientenvektor von p rekonstruieren. Das wär cool, wenn das auch in n log n geht. Wir wissen schon, wie man es in n Quadrat macht. Das hatten wir das letzte Mal diskutiert. Und dabei haben wir aber natürlich nicht ausgenutzt, dass das hier Potenzen von Einheitswurzeln sind, sondern das letzte Mal war es einfach irgendwelche Zahlen u1 bis un, die paarweise verschieden waren. Jetzt schauen wir uns an, wie das geht, wenn es Einheitswurzeln sind. Und wir haben Glück, dass wir dazu jetzt nicht nochmal ganz von vorne anfangen müssen, sondern das Problem lässt sich zurückführen auf das, was wir gerade gemacht haben, auf eine FFT. Also hier sagt man übrigens, das habe ich nicht gesagt, glaube ich, dieser Algorithmus, der berechnet die DFT mal ein Vektor x. Der Algorithmus heißt FFT, F für jetzt fast. Und es ist ja wirklich fast, also ein völlig berechtigter Name. Okay, und wir brauchen keinen neuen Algorithmus zu entwickeln, sondern wir können wieder den FFT-Algorithmus dafür verwenden. Wir müssen uns nur überlegen, warum. Es liegt irgendwie daran, dass die DFT-Matrix im Wesentlichen ihre eigene Inverse ist. Das sagt der nächste Satz. Das müssen wir noch beweisen. Das geht so. Der Satz hier, wir nehmen eine primitive n-te Einheitswurzel in K. Und das, was uns interessiert, ist der zweite Teil, der sagt, wenn Omega eine primitive n-te Einheitswurzel ist, dann ist 1 durch Omega auch eine primitive n-te Einheitswurzel. Und die Inverse der DFT zur Größe n mit dem Omega ist die DFT bezüglich der Einheitswurzel 1 durch Omega bis auf einen konstanten Faktor 1 durch n. Okay, jetzt könnte man fragen, was ist 1 durch n? Gut, das ist jetzt ein kleines technisches Detail nur, ist nicht so wichtig. N ist ja eine natürliche Zahl. Und für eine natürliche Zahl sehen wir natürlich klarerweise, dass die ein Element von Q oder ein Element von R oder ein Element von C ist, wenn wir wollen. Aber man könnte jetzt sagen, was ist, wenn der Körper gleich ZP ist, was ist dann mit N gemeint? Und die Antwort ist, naja, in jedem Körper gibt es auf jeden Fall eine 1 und
Eine natürliche Zahl kann ich identifizieren mit dem Körperelement, das ich kriege, wenn ich die 1 n mal auf sich selbst drauf addiere. Okay. Und ja, durch dieses Ding müssen wir hier teilen. Das heißt, das sollte besser nicht 0 sein. Das ist aber natürlich nicht garantiert. Es könnte sein, dass wir dadurch 0 teilen. Wir nehmen einfach an, dass das nicht so ist. Also wir nehmen an, der Körper ist so, dass das 1 durch n für dieses n hier existiert in diesem Körper. Okay, das ist eine zusätzliche Annahme. Okay, das ist eine kleine technische Einzelheit. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Inverse der DFT die DFT bezüglich der inversen Einheitswurzel ist, bis auf einen konstanten Faktor. Okay, und das ist der zweite Teil des Satzes. Der erste Teil des Satzes ist also quasi ein Lemma, das wir brauchen, um den zweiten Teil zu beweisen. Der sagt uns, dass hier eine bestimmte Summationsformel gilt, nämlich für alle J gilt die Summe dieser Potenzen von Omega ist 0. Und das ist leicht zu zeigen. Beweis nehmen wir erstens. Also, ich schreibe es nochmal hin. Für alle Omega in 0 bis n minus 1 gilt Summe i von 0 bis n minus 1 Omega ij gleich 0. Was brauchen wir da? Die geometrische Reihe. Also, ja, wie geht die? Beachte, für alle Q ungleich 1 gilt Summe i von 0 bis n minus 1 Q hoch i. Ja, das ist eine Summenformel, die haben Sie wahrscheinlich in der Analysis schon mal gelernt, das ist die geometrische Reihe. Ich glaube, wir hatten sie kürzlich auch mal, kann ich mich irgendwie dunkel erinnern. Und die zeigen Sie, wenn Sie es nicht noch nie gesehen haben, zeigen Sie das ganz leicht durch Induktion, dass das stimmt. Und gilt natürlich nur für Q ungleich 1, weil sonst teilen Sie dadurch 0. Gut, und das verwenden wir. Also gilt, bringen wir das auf die andere Seite. Q minus 1 mal Summe i von 0 bis n minus 1 ist gleich Q hoch n minus 1. Hoppla. Q i. So, und wenn ich jetzt da Q gleich Omega hoch j einsetze, bin ich schon fertig. Weil dann habe ich Omega hoch j minus 1 mal Summe Omega hoch ij. J von 0 bis n minus 1 ist gleich Omega hoch j hoch n minus 1. So, und auf der rechten Seite sehe ich, dass das dasselbe wie Omega hoch n hoch j minus 1. Omega hoch n ist aber 1. Das heißt, das ist 1 hoch j minus 1 und das ist 0. Auf der anderen Seite haben wir aber gesagt, dass Omega ist eine primitive n-te Einheitswurzel. Das heißt, n ist der kleinste Exponent, der das Omega zu 1 macht, deshalb ist das hier nicht 0. Ja, okay, aber dann folgt daraus folgt, das muss 0 sein. Fertig. Das ist der erste Teil des Satzes und der zweite Teil, der ist dann jetzt relativ einfach. Wir zeigen einfach, was passiert, wenn ich also der zweite Teil sagt erst einmal, dass das 1 durch Omega auch eine primitive n-te Einheitswurzel ist und sagt dann, diese Formel, die uns da hauptsächlich da interessiert. Schauen wir das mal an. Naja, das ist ja klar. Also wenn man Omega hoch k ist gleich 1, genau dann, wenn 1 durch Omega hoch k gleich 1 durch 1, das ist ja aber auch 1, und das hier ist Omega hoch minus k, oder es ist 1 durch Omega hoch k und daraus folgt, Omega ist n-te Einheitswurzel, genau dann, wenn 1 durch Omega ist n-te Einheitswurzel.
Oder sogar können wir sagen, für alle K gilt, das ist die Kate-Einheitswurzel, genau dann, wenn es die Kate-Einheitswurzel ist und daraus folgt. Moment, langsam. Und daraus folgt dann die Behauptung. Es kann dann nicht sein, dass das eine vorher schon, vor dem anderen schon 1 wird. Die haben genau die gleichen Exponenten, die sie zu 1 machen. Omega und 1 durch Omega. So, und jetzt zeigen wir, was ist mit dem Produkt? Was ist der Betrachter, den IJ-Eintrag von dem Produkt DFT n zum Eigenwert zur Einheitswurzel Omega und DFT n zur Einheitswurzel 1 durch Omega. Den können wir jetzt sofort hinschreiben, was der ist. Dieser lautet, das ist die Summe, einfach nach der Definition der Matrixmultiplikation, k von 0 bis n minus 1. So, was haben wir hier? Hier haben wir Omega hoch i k. Ja, Omega hoch i k als den i-Karten-Eintrag von der ersten Matrix mal. Und hier haben wir 1 durch Omega hoch kj als den kj-Eintrag von der zweiten Matrix. Okay, das kann ich dann ein bisschen verschönern, vereinfachen. Das Omega hoch k oder hoch ja, i minus j hoch k. Und jetzt ist es so, wenn das i gleich dem j ist, also falls i gleich j ist, ja, dann habe ich hier natürlich Omega hoch 0. Omega hoch i minus j gleich Omega hoch 0 gleich 1. Und das dann hoch k ist natürlich dann auch 1. Das heißt, ich habe hier eine Summe von lauter Einsen. Das ist die Summe von k von 0 bis n minus 1. Das sind n Summanden. Dann kommt die Summe also auf n. Also ist das n. Anderenfalls, also wenn i nicht gleich j ist, dann haben wir hier, naja, dann ist i minus j eingezwängt zwischen n und minus n. Trotzdem. Das heißt, es ist ja abhängig davon, welches von den beiden größer ist. Aber es ist jedenfalls so, dass diese Potenz dann ja, dass dann der erste Teil des Satzes greift. Also für falls ja, also ist nach Teil 1 ist dann diese Summe k von 1, k von 0 bis n minus 1 Omega hoch i minus j mal k. Ja, wenn ich es entweder so schreibe oder k von 0 bis n minus 1, 1 durch Omega j minus i k, jedenfalls 0. Denn entweder wende ich den ersten Teil auf Omega an, wenn das i minus j im Bereich zwischen 1 und n ist, oder es ist eben im Negativen, aber dann verwende ich den ersten Teil des Satzes mit 1 durch Omega als primitive n-te Einheitswurzel. Und wir hatten ja gerade gezeigt, die ist auch genauso primitiv.
Und dann habe ich hier auch was, was dann ist dann J minus I positiv. Okay, und dann haben wir also gezeigt, daraus folgt, dass die DFT N Omega mal die DFT N 1 durch Omega gleich N mal die n-te Einheitsmatrix ist. Naja, und daraus folgt dann die Behauptung. Dann muss dann also DFT N Omega hoch minus 1 ist dann 1 durch N mal DFT N 1 durch Omega. Und dann sind wir fertig. Okay. Also, das klärt jetzt die Frage, wie berechnen wir das Interpolationsproblem? Also wie lösen wir das Interpolationsproblem? Wie berechnen wir das Interpolationsproblem? Ah, das Interpolationspolynom. Eben auch genau mit der FFT. Also das heißt, schreiben wir das auch nochmal hin, weil es so wichtig ist, Fazit für Gegebenes. Jede Wahl von y 0 bis y n minus 1 in k mit n gleich 2 hoch k und einer gegebenen 2 in einer gegebenen n primitiven n-ten Einheitswurzel. Lässt sich mit O von n log n vielen Operationen in K das Polynom P in K hoch x berechnen mit P von Omega I hoch I gleich Y I für I von 0 bis N minus 1 und Grad P kleiner als N. Das Interpolationspolynom eben. In N log N viel Zeit. Weil wir gerade gesehen haben, das entspricht der Anwendung der inversen diskreten Fourier-Transformation. Die inverse diskrete Fourier-Transformation ist aber auch eine diskrete Fourier-Transformation mit einer anderen Einheitswurzel. Das heißt, die kann ich auch mit dem FFT-Algorithmus ausrechnen. Ich muss halt dann 1 durch Omega statt Omega angeben. Und am Ende muss ich das Ergebnis noch durch n teilen, aber das kostet noch nur mal O von n zusätzliche Schritte. Das fällt also nicht ins Gewicht, weil wir haben eh n log n viel Zeit. Gut. Der FFT-Algorithmus erlaubt uns also, ja, also die DFT hat sehr viele Anwendungen, das wollte ich sagen. Wir werden kaum welche davon besprechen, aber in weiterführenden Vorlesungen sehen Sie dann ein paar. Der FFT-Algorithmus ist einer der wichtigsten Algorithmen, weil er uns erlaubt, eine an sich sehr komplizierte Operation in verblüffend schneller Zeit durchzuführen. Ja, werde später dann noch ein bisschen was über Anwendungen davon sagen, aber es gibt dann noch viele weitere Anwendungen, für die wir leider nicht die Zeit haben, sie eingehend zu diskutieren. Also was machen wir das nächste Mal? Wir schauen uns das nächste Mal Multiplikation noch etwas genauer an. Wir haben gesehen, dass die Multiplikationsreihe n kreuz n Matrizen kubisch viel Zeit kostet. Und wir haben jetzt gesehen, es geht auch schneller, wenn man zum Beispiel eine dünn besetzte Matrix hat oder wenn man irgendeine Struktur hat, die man ausnutzen kann, dann geht es vielleicht schneller.
Und jetzt gehen wir zurück zu der Frage, naja, was ist, wenn man keine Struktur hat? Muss es dann wirklich kubische Zeit kosten? Oder sind wir einfach bisher nicht gescheit genug gewesen und haben einfach einen naiven Algorithmus verwendet, obwohl es in Wirklichkeit einen besseren gegeben hätte? Und ich werde Ihnen dann das nächste Mal zeigen, es geht tatsächlich besser als kubisch, selbst wenn Sie keine Struktur haben. Ja. Und na gut, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr anzufangen, das zeige ich Ihnen dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss.